Kann ich die Seife mitnehmen? Vielen Dank. Ja, genau. Das ist auch das Erste, was ich gemacht habe. Vergiss die Kerze nicht oben auf dem Regal, neben den Klos. Siehst du? Fuck. Warte. Habe ich die Tür zu gemacht? Idiot. Warum machst du sowas? Ah, jetzt. Ich lauf die Seife mal rum. So, Seife, bleib hier, lass mich nicht allein. Das ist mein einziger Freund. Okay, Kerze brennt. Schön, passt. Die Seife möchte ich trotzdem mitnehmen. Ja, ich auch. Lieber in der Hand halten, als aufheben müssen. Oh, Zipfelmützenmännchen. Da ist ein Hebel hinten. Ja. Soll ich erstmal den... Was soll ich machen? Ja, ich aktiviere erstmal den Hebel hier. Ich gehe jetzt auch an den Hebel ran. Fehler sein, aber... Und abwärts. Wir sind schon wieder unten in der Küche. Oh Gott, ist das... Du bist unten in der Küche. Ja, ich bin mit dem Aufzug nach unten gefahren, ja. Ich habe nur den Hebel gezogen. Obwohl, wenn du wieder reingehst, fährst du wieder nach oben. Oh Gott, oh Gott. Schon mal gut. Okay. Was kann ich jetzt hier mit der... Was ist das? Ja, genau. Hier ist irgendwas. Genau. Ich bin im nächsten Raum. Was schläft hier? Ich weiß es nicht. Das ist creepy. No? Ich glaube, es ist raus. Okay. Aber da oben hängt der Schlüssel. Au! Okay, ich bin zum Glück auf dem Bett gelandet. Nee, das ist kein Schlüssel, das ist ein Hebel. Da hängt er! Da hängt er! Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Links an der Wand. Ui! Ein Stück ja, nee, Holz. Ich meine der Gegner. Achso, Der Typ, genau. Okay, ja, keine Ahnung, wo der hin ist. Vielleicht ist er mit dem Lift runtergefahren? Weiß es nicht. Auf jeden Fall schleiche ich mal den Gang entlang hier. Okay, ich hab den Schlüssel. Tut mir leid, Seife. Ich würde dich ja gerne mitnehmen. Du warst ein guter Freund. Ich hab Angst. Ich will nicht weitergehen. So, ich fahr jetzt mal mit dem Lift runter. Hast du schon den Schlüssel? Mhm, ich habe ihn mitgenommen. Okay. Oh Gott, dann muss ich den ganzen mit Schlüssel wieder schleichen. Flitze, Flitze, Flitze! Oh, mach schnell, Digga. Oh Gott, ich bin auch im Aufzug mit dem Schlüssel. Man kann sich zumindest mit Rennen ein bisschen schneller bewegen. Habe ich gerade gemerkt. So, und jetzt müssen wir mit Schlüssel uns hier durchschleichen. Das ist ja auch nett. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, was in den Paketen oben in seinem Regal ist. Das sieht nicht aus wie traditionelles Fleisch. Fuck. Hab ich gesehen irgendwie? Gehört? Er hat irgendwas gehört. Dann losgesprintet wie ein Verrückter. Aber jetzt sucht er mal da. Weitergehen. Er hat jetzt eine andere Laufroute. Genau, und wenn wir... Jetzt kommt er wieder zu mir in die erste Küche. Okay.
Nimm dir ein Fleischpaket, Digga. Nimm dir. Nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Gönn dir. Und jetzt gehst du bitte oben lang, genau. Scheiße, war das knapp, er hatte mich fast gesehen. Mich hat er gesehen, ich bin wie ein Verrückter. Zu der Tür gesprintet, hab den Schlüssel da fallen lassen, bin wieder weggelaufen. Da hab ich dann irgendwo versteckt. Nein, ich häng an der Treppe. Okay, ich glaube, ich bin jetzt auch gleich am Schloss. Ja. Okay, ich bin durch. Ich auch. Und die Tür bleibt offen, die Tür bleibt offen. Ja, das heißt, er kommt uns gleich hinterher wahrscheinlich. Ja. Verdammt! Ich hab dich erstmal in dem Regal versteckt. Mal abwarten, was jetzt passiert. Oh Gott, 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 Gott. Okay, ich dürfte vorerst safe sein. Bist du jetzt in dem Wurstraum? Oder wo? Ja. Ach schon, okay. Okay. Ich geh jetzt durch die Luke zum nächsten. Ja, was jetzt? Ja, ich bin jetzt in dem jetzt bin ich in dem Wurstraum. Okay, mit dem kleinen Aufzug drinne. Ah, ja, okay, passt gut. Okay. Geht hier, da ist eine Luke, da kann man hoch. Da ist ein Hebel. Okay. Und eine Kurbel. Kurbel okay. Oder Hebel? Okay. Erstmal den Hebel und dann fällt was. Okay. Okay. Das ist mal eine interessante Art. Müssen wir hier Würste sammeln? Das könnte. Warte mal. Das könnte, ich glaube, wir müssen hier Würste sammeln, um mit dem Fleischwolf irgendwas zu machen. Ja, Würste. Aber ich krieg. Verdammte Kacke. Krieg nur die erste gegriffen. Die anderen zwei, die auf dem Boden liegen, kriege ich gar nicht zu greifen. Geht auch hier hoch. Mädel. Hallo? Dann eben nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Mehr kriege ich hier nicht gemacht. Ich brauche aber mehr Material in die Wurstmaschine rein. Okay. Wo geht's hier hin? Ich brauche Zeug in die Wurstmaschine rein. Kann das doch nicht sein. Mal ist was unterm Tisch. Oh, hallo, ein kleines Zipfelmützenmännchen. Hallo. Knuddeln. Bitteschön. Matschelt er mir wieder hinterher. Ich bin so ich werf die ganze Zeit die Wurst über die Bank. Wieso über die Bank? Warte mal, die Wurst muss, glaube ich, in den Aufzug rein, kann das sein? Ja, aber ich krieg sie. Das wäre das Einzige, was ich mir so vorstellen könnte. Aber ich krieg sie nicht rein. Hallo, kleines Männchen, hallo. Kann ich dich reinschmeißen? Nein. Das wäre fies. Wow, voll oben drüber geschmissen. Nein, ich krieg sie nicht hoch. Kriegt man auch nicht. Warte mal, wenn ich jetzt. Warte mal. Warte mal. Wieso eigentlich kompliziert machen, wenn es auch einfach geht? Ich kletter jetzt. Ah, du musst erstmal an den Haken ran. Jedes Mal, wenn du. Nee, nur beim ersten Mal.
Okay, das erste Mal kommt Fleisch oben raus und es kommen neue Würste. Eine. Okay, jetzt springe ich nochmal in den Haken dran. Kommt nichts weiter raus. So, ich kletter jetzt mal selbst in den Lift rein und fahr hoch. Ja, ja, ich glaube, das ist ein Plan, glaube ich. Mhm. Das ist ein Kühlraum hier oben. Und hier ist ein Stück Fleisch, ein großes. So, gut. Hier ist aber auch eine Luke. Die halb offen ist oder so. Okay, kletter ich mal hier. Okay. Das Ding auf die Luke drauf. Hier ist rechts eine Luke mit einer Laterne und einer Puppe oder Figur. So, kaputt gemacht. Ah, ich sehe es gerade. Hier ist noch ein Zipfelmützenmännchen, aber das ist, glaube ich, auf Ruhm. Au. So, okay. Fleisch liegt auf der Luke drauf. Ab nach unten. Okay, nee. Dann hier ist nichts mehr weiter, glaube ich. Ich wüsste zumindest noch nie. Nochmal ein Stück Fleisch. So, jetzt haben wir schon zwei Würste gemacht. Ah. Ich glaube, das soll zum Schluss eine Liane werden, damit du genau zur nächsten Luke kommst. Aber genau, müssen wir jetzt nochmal hoch? Ja, da wäre noch ein Stück Fleisch gewesen. An einem Haken oben. Warum habe ich denn das nicht gesehen? Weil es außerhalb der Kamera hängt. Siehst du nur, wenn die Kamera schwenkst mit dem rechten Stick. Aber wo denn? Oben links klettert das Regal hoch. Ja. Ach, und das kriege ich runter. Mhm, einfach dranhängen, an den Haken, ein bisschen schwingen, ja, dranhängen und ja, dann fällt's. Ja, 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 ja. Ja, Mann! Läuft! Also ich muss sagen, von der Spielmechanik her, cooles Spiel. Ein paar interessante Ideen auf jeden Fall. Ja, Mann. Darauf musst du erst mal kommen. Na gut, so, ich sollte vielleicht wieder springen. Runter. Hippa. Okay, gut. Hoi, hoi, hoi. Ich habe ja schon oft was in dem Spiel als Liane zum Schwingen benutzt. Noch nie eine Wurst. So, ich probiere es jetzt auch mal. Alle. Scheiße. Und nochmal. Alle. Nicht. Oh, my friend. Alle. Hopp. Yes. Und schwing. Und schwing. Und. Passt. Sehr schön. Schien. Ab durch. Wieder so ein Gang, ey. Okay. Perfekt verstecken zu können. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ist auch gerade in der Kiste drinne? Nee, nur ich habe sie gesehen und eben, das ist perfektes Versteck. Mhm. Okay. Oh ja, oh ja, oh ja! Das braucht man. Das heißt, ich renne sofort zurück zur Kiste.
gute Idee. Ja. Hm, Käse. Käse. Oh mein Gott. This guy is so creepy. Mhm. Ich aufs Essen spucken. Eklig. Jetzt sind wir ja schon wieder in der Scheißküche. Okay, da kann ich den Hebel nicht ziehen. Okay, er ist sehr motiviert bei seiner Arbeit. Muss ich mal sagen? Ja. Alter. Was packst du da in deine Tasche? Die Leber. Aha. Die Milz auch noch. So, so. Da liegt ein Schlüssel auf dem Tisch übrigens. Oh Gott. Jetzt schnüffelt er an irgendwas. Das könnte vielleicht, ich weiß nicht, der Mageninhalt sein. Ja, der muss alles wissen. Er steckt erstmal alles in die Tasche. Ja, keine Ahnung. Der hat eine interessante Art. Und der kratzt er sich noch unter den Falten. Und jetzt schnüffelt er schon wieder. Meiner kratzt sich immer unter seinen Falten, oder was auch immer das sein soll. Was suchst du noch in dem Kadaver? Jetzt kratzt er sich bei mir auch. Ganz ehrlich, weißt, das ist mir vorhin schon der Gedanke gekommen. Kann das sein, dass die vielleicht nur Masken tragen? Eben, das... keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist mir vorhin schon bei der einen Bewegung aufgefallen, dass es nicht sein richtiger Kopf ist. Möglich. Nur die Frage ist, wie komme ich jetzt an den scheiß Schlüssel ran? Ich glaube, wir müssen ihn erstmal irgendwo anders hinlocken. Laufe gerade hinter ihm lang. Jetzt geht er weg. Okay. Mal seinen Laufweg beobachten. Da ist ein Knopf zum Drücken. Okay. Hast du auch noch mal eine Luke hinten? Verdammt. Oh, fuck. Okay. Okay, ich hab den Schlüssel. Ach, du Arsch. Ich fahr mal damit nach unten. Fuck! Ah, genau wenn ich loslaufen will, dreht er sich um. Puh, okay, ich bin im nächsten Raum, aber er ist direkt hinter mir. Mach weiter, so lange wie du musst. Verstecken. Ich kann mich verstecken im nächsten Raum. Abwarten, ob er mich sieht. Ah, so ein Drecksack, ey. Ja, mach die Tür auf, danke.
Okay. Ich warte kurz hier. Sag Bescheid, wenn du unten bist mit dem Schlüssel. No. Musst du eigentlich nur den Knopf betätigen, sofort losrennen und dir den Schlüssel vom Tisch holen. Und dann einfach durchflitzen, ohne Pause. Ja, ich hab vorhin eben... Oh verdammt. Kletter hoch. Aus Versehen noch... irgendwas versucht aufzunehmen und dann hat mich das zu viel Zeit gekostet. Und Hallo? Tür? Okay. Oh Gott, ich bin so dumm. Gut, hab mich versteckt. Bist du auch in der kleinen Kiste? Okay. Ja. Ich so gut. Ich laufe auf die Tür zu, drücke eine Taste und werfe den Schlüssel gegen das Schloss. Denk mir nur. Jo. Bei dir. Damit geht das Schloss sicher auf, ne? Geile Aktion. Okay. Mal schauen. Ich habe das Gefühl, mit der Luke hier könnte man auch irgendwas machen. Bonk. Ja, Mann. Sie geht auf. Mhm. Hoppa! Okay. Cool. Und okay. Ein Stockwerk tiefer. Ein Pömpel! Lass mich den Pömpel mitnehmen. Ich kann nicht. Ich bin der Pömpel. Warum kann man den Pömpel nicht nehmen? Ich weiß es nicht. Das ist ja eine absolute Frechheit. Hier ist eine Poppe links in der Ecke. Sind wir hier bei Rocket League oder nicht? So. Ich kletter einfach mal die Wände hier hoch, die sind so schön geriffelt. Hier ist eine Luke, ja. Ja. Wunderbar. Oh mein Gott, wieder unter ihm. Mhm. Ah, ist die Spülküche. Hä? Okay. Da sind sogar mehrere von den... Oh Gott, es gibt mehrere... Ich hab mich schon gewundert, der eine hat so ein etwas seltsam. Die haben unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Ja, stimmt. Ach Gott, ey. Komm ich an dem Gitter vorbei hier? Natürlich nicht. Das heißt, ich muss da durch. Verdammt. Ja, schwierig. Ich glaube, du musst am ersten raus. Ganz am Anfang des Raumes. Und dich dann durcharbeiten. Als ich direkt vor dem Spültisch jetzt raus wollte, sind sie sofort in andere Positionen gegangen. Mhm. Der andere jetzt. Das passt schon mal gut. Okay. Bin noch ein Stückchen weiter. Gut, der ist auch weg. Frage ist, für wen kochen die? Für die ganzen Kinder, die wir vor... Na, nee. ...gesehen haben? Wieso nicht? Könnte ja so sein, oder nicht? Die Kinder wurden ja zu Essen verarbeitet. Das ist der Punkt. Meinst du? Also zumindest hat es sich für mich so angefühlt, als würden die Kinder holen und... Ansonsten wären sie ja nicht in Käfigen. Ja, muss nicht sein. Okay, ich versuche jetzt mal mein Glück. Gott, wo ist der andere? Seh den anderen nicht.
Oh Gott. Okay, ich bin am Spültisch. Oh, verdammt, da ist ja der andere. Oh oh. Ah, weg hier! Runter in den Schacht hier. Eine Mausefalle. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Erzähl. In der Mitte, bei dem Tisch, an dem sie ganz am Anfang sind. Da die Teller hochklettern. Okay. Ah, ich muss kurz abwarten, weil einer ist direkt gerade bei mir. Ja, ich klettere die Teller hoch und ich hänge am Haken. Was ist eine Verfolgungsjagd hier? Nein, du kriegst mich nicht. Next oh, part. Da ist schon der nächste. What? What? Hilfe! Oh mein Gott, Hilfe! 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 Nein! Haben sie dich? Ja, mich haben sie leider. Oh, okay, schade. Noch mal ein neuer Versuch. Zum Glück stand ich direkt hinter der Tür. Gut. Und ich bleib hängen. Oh. An der Kiste.